9 Uhr vormittags in Schladming. Langsam kommt Bewegung rein. Die einen genießen noch in Ruhe den Morgenkaffee, während die anderen schon fleißig mit dem Wanderrucksack oder dem Mountainbike Richtung Gondel starten. Eines ist ihnen aber gemein. Sie verbringen ihren Urlaub in der Region Schladming-Dachstein. Warum? Wir haben nachgefragt. Der will einfach jetzt wieder rausziehen. Also der Mensch, der hat einfach das Verlangen in die Natur. Ich glaube, bei uns natürlich auch sehr, sehr gut, weil halt wir in die Berge sind. Der Kunde fühlt sich sicher, der ist in der Freiheit draußen einfach. Also das ist sicher ganz, ganz was Tolles für ihn. Ausschlaggebende Entscheidungskriterien sind neben der einzigartigen Landschaft die Naturerlebnisse. Einfach die vielen Möglichkeiten. Du kannst wandern, du kannst mit den Mountain-Gucker zusammengefahren, du hast Action, kannst aber trotzdem, wenn du nicht so mobil bist, immer mit der Gondel oder mit der Seilbahn fahren. Und wenn du wandern willst, gehst einfach am Berg auf. Es gibt so viele Möglichkeiten einfach. Wir sind, ich glaube, Rollercoaster heißen die gefahren. Wir sind sehr viel marschiert. Wir waren bei den Wasserfällen, wir sind hier die Planai hoch, irgendwie viel Action gehabt, wir haben das Rafting gemacht, für jeden was dabei. Und sind in einem Hotel, wo man viel Tennis, Squash und so weiter spielen kann, also uns wurde nicht langweilig. Das Urlaubs- und Freizeitverhalten vieler hat sich durch die jüngsten Geschehnisse verändert. Und so erfreut sich vor allem der Mountainbike-Sektor großer Beliebtheit. Einfache Trails oder herausfordernde Downhill-Strecken lassen Mountainbike-Herzen höher schlagen. Wir fahren seit letztem Jahr mit dem Mountainbike im Bikepark und haben da das erste Mal in Schladming uns im Bikepark angeschaut und haben festgestellt, wir haben schon ein paar jetzt gesehen, dass uns da am besten gefällt und darum kommen wir da immer wieder gern her. Bereits die kleinsten Düsen gekonnt die anspruchsvollen Strecken im Bikepark herunter. Und wenn die Kinder zufrieden sind, dann können auch die Eltern entspannen. Und somit sind Kinder und deren Wünsche ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Urlaubswahl. Ja, weil es einfach für die Kinder, die brauchen Auslauf und es bietet einfach so viel. Gell? Man kann Kopf abschalten. Ja, wir mögen das daheim und im Urlaub genauso. Bei dieser großen Beliebtheit kommt es natürlich zu einer starken Nachfrage in unserer Region. Damit alles reibungslos ablaufen kann, gibt es spezielle Konzepte. Es ist am Anfang natürlich ein bisschen, gerade in der Früh, bis dass sich das Ganze verteilt hat, dauert es eine Zeit lang. Aber wenn sie dann auf dem Berg um sind, dann in alle Himmelsrichtungen streuen die Leute dann aus. Und das ist dann, wo man dann wieder die Ruhe findet. Gell? Also das ist kein Ballungszentrum irgendwo, egal ob das ist Hopsiland ist oder ob es dann auf dem Graberg Zinchen gehen, auf dem Hausberg, das verteilt sich alles sehr schön. Nun sind die Gründe, warum man zu uns in die Region kommt, größtenteils geklärt. Aber wohin zieht es die Einheimischen eigentlich in ihren Urlaub? Für mich ist das einfach eine Abwechslung. Wir haben bei uns einfach die Berge vor der Haustür und da braucht man ein bisschen den Kontrast noch dazu. Und da ist auf das Meer und das Wasser und die Ruhe, das, was ich dann genieße. Wenn einem dann wirklich das Fernweh packt, sollte man sich am besten professionell beraten lassen. Wir haben die Möglichkeit natürlich jetzt im Mittelmeerraum, speziell in den Sommermonaten, viele Buchungen zu lukrieren, weil natürlich gerade Griechenland Thema ist, was von den Österreichern immer schon ein Lieblingsreiseland war. Und da gibt es ja auch sehr viele Flüge ab Salzburg zum Beispiel, die Anbindung passt. Kreta, Rhodos, Kos zum Beispiel. Und da haben wir doch einiges verkaufen können. Wir haben einiges an Österreich verkaufen können, natürlich, das freut uns alle, dass wir den heimischen Markt stützen, aber natürlich auch Italien und Kroatien. Wenngleich man da jetzt dann sagen muss, gerade für den August, Hochsaison, Ferienzeit, da ist schon sehr viel verkauft worden und da muss man wirklich schon ein bisschen suchen, dass man noch was kriegt. Die Gründe, warum man sich für die Region Schladming-Dachstein als Urlaubsort entscheidet, sind unterschiedlich. Die Meinungen darüber aber eindeutig. Gut. Ja, nein, war voll super. Super, gefällt uns gut hier.